Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtexuki und ich zeige euch heute Rise of the Tomb Raider. Das Ganze ist auf der Xbox One. Das ist der Anfang vom Game. Nur kurz davor war noch ein kleines Tutorial, wo man ja die Axt einsetzt und so weiter, springen, hüpfen und so ein Zeug. Was eigentlich nicht so interessant ist, deswegen habe ich das weggelassen. Und fange direkt am Spiel an. Mein Stuhl quietscht, stelle ich gerade fest. Ist ja nervig. Ja, ich werde euch die nächsten Folgen zeigen. Das ist jetzt nur ein kleiner Vorgeschmack, was kommen wird. Wollt euch die Grafik kurz näher bringen. Also haben sie wirklich saugeil gemacht. Also das ist wirklich vom Feinsten. Und ja, die gute Lara hat es einfach drauf, wenn ich die ganzen Teile zurückdenke, von Tomb Raider waren alle gut, bis auf die Arcade-Spiele natürlich, die war grafiktechnisch noch nicht so, aber alle, was neu gekommen ist, selbst wenn du sie auf der 360 gespielt hast und so weiter, die Grafik ist nur brutal, schaut das euch an, das ist unglaublich, was man heutzutage mit einem guten Fernseher, Konsole und was man alles hinkriegt, grafikmäßig gesehen. Und ich werde euch die nächsten Folgen zeigen. Vom Game brauche ich euch nichts zeigen, weil das ist so umfangreich mit den ganzen Missionen, das interessiert keine Sau. Ich zeige euch die ganzen Gräber. Wo sind sie? Wie kommt ihr rein? Welche Waffen braucht ihr? Durch was wird es beschützt? Und wenn ihr drin seid, was das Interessante ist, die ganzen Rätsel. Ja, was müsst ihr machen, dass ihr die Aufgabe in den Gräbern schnell gelöst habt? Das werden die nächsten Videos werden. Und ja, jetzt bis dahin dürft ihr noch ein bisschen den Vorgeschmack anschauen. Und die Grafik, was soll ich sagen? Schaut es euch an, das ist einfach nur gut. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und begrüße euch gleich später wieder oder demnächst wieder, wie auch immer. Mit den weiteren Videos, wie die Gräber sind und so weiter. Die kompakten Rätsels und die Rätsel haben es wirklich teilweise in sich. Aber das ist eigentlich alles zum Schaffen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis demnächst. Ciao. Euer Wookie. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel, zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Er führte seine Anhänger durch die Wüste, zur Oase. Noch keine Spur von ihm. Ist bestimmt bei dem Unfall draufgegangen. Okay, dann los. Konstantin will vor Sonnenuntergang das Grab öffnen. Die suchen das Grab. Ich muss es vor ihnen finden. Ein geheimer Eingang. Hopp!
Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Schon hier.